Dieses Geflüster, wa? So. Ich glaube, den Turm hole ich mir mal. Das muss man auch sagen im Vergleich. Gerade zu Unity jetzt logischerweise ist natürlich hier dieses Klettern-Parcours-Feeling sehr gering hier in Rogue. Was ich auch schade finde. Ich meine, die Story und so weiter ist echt viel interessanter als bei Unity, meiner Meinung nach. Und die Charaktere sind auch cooler. Aber dieses typische Feeling, ich muss jetzt erstmal die Stadt aufdecken, mit den Türmen einnehmen und dann laufen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Ich glaube, das war sogar in AC4, würde ich schon fast behaupten, ein bisschen mehr. Oder? Ich weiß nicht. Oder kommt es mir nur so vor? Ich weiß es nicht. Miau. My old captain. New York bleibt halt einfach ein bisschen blass, weil das einfach nicht so oft vorkommt in der Hauptstory. Na, wir sind jetzt gerade in New York, weißt du, aber wir sind immer nur an einem Schauplatz und irgendwie sehen die nicht so krass unterschiedlich aus. Ich weiß nicht, wir haben noch gar nicht so richtig New York entdeckt, obwohl wir, glaube ich, schon bald beim Ende sind. Ich glaube, so weit geht es nicht mehr, das Spiel. Ist relativ kurz, leider. Hab ich gesehen und gehört. Liebkosung von Stahl. Wir sind erst Sequenz 6 überhaupt. Und ich habe echt schon den Eindruck, dass wir bald durch sind. Naja, mal sehen. Wo ist euer Boss? Wenn ich es sage, bringt sie mich um. Sagst du nichts, bringt er dich um. Sie ist in dem Herrenhaus. Dem mit den Gärten. Gehen wir? Komisch, da sagt Jay jetzt nichts mehr zu, oder wie? Ihr besitzt eine verborgene Klinge? Dachtet ihr, ihr wäret der Einzige? Nun ja, vermutlich. Wo habt ihr sie her? Eine Spende der Bruderschaft. Verstehe. Unser Einsatz war ein Erfolg. Die Armee könnte jetzt jederzeit aktiv werden. Gut. Uns fehlen die Männer in New York, um uns um die Banditen zu kümmern. Mit ein wenig Glück sind wir sie jetzt endgültig los. Ich mache mir mein Glück. Jetzt lasst uns der Schlange den Kopf abschlagen. Ja, ich bin direkt hinter dir. Die Frau ist im Haus. Ich gehe rein und hole hoch. Nun dann. Sie auszuräuchern. Komisch, ja. Da hat Shay mit dem Arm, den Haysim jetzt abgemetzelt hat oder abgestochen hat, gar kein Mitleid mehr, oder wie? Weil er hat ihm ja gesagt, was er weiß. Und das ist auch nur so ein Gefolgsmann, der handelt auch nur auf Befehle. Den hätte man aber laufen lassen können. Aber die hier nicht. Au! Nein! Was soll denn das? Was soll denn das? Meine Kiste. Ach, ist ja süß. Ist ja süß. Mieses Versteck. Ja. Müssen wir oben lang? Ja, ich denke schon, oder? Schöne Musik. Schöner Soundtrack. Ich glaube, in meiner Collector's Edition ist der auch drin. Genauso wie bei Unity. Könnte ich mir mal reinziehen, ne?
Wir haben alles, was wir brauchen. Nun erwartet mich der Chevalier. Hope. Bon voyage. Es wurde auch Zeit. Schade, dass es so endet. Ihr wart ein braver Bursche. Was habt ihr da getrunken jetzt? Und warum eigentlich wirklich? In Filmen, in Spielen, überall. Warum töten die Bösen die nicht einfach? Und dann hat sich die Sache erledigt, zu 100%. Ja, sie hätte ihn einfach abstechen können, dann wäre es das gewesen. Es wäre es einfach gewesen. Oh shit, Jay. Aber immerhin hat sie nicht ihren Plan verraten. Das machen wir ja auch ganz gerne. Ja, es ist ohne Scheiß, mir fällt es echt gerade auf. Wenn wir Sequenz 6 sind erst und bald am Ende, ist es wirklich, ist es das kürzeste kürzeste Assassin's Creed? Mehr Ausdauer als erwartet, Jay. Oh! Was, das war bestimmt Gift. Also von den Vollpreistiteln meine ich natürlich. Was ist das? Gift. Lähmt mein Herz. Ich muss weg hier. Es hilft. Bewegung hält mein Herz in Gang. Ich muss Hope finden. Ein Gegengift. I got you. Manu, Dumme! Ich will es gar nicht aussprechen, ne? Diese Barrikade, Kumpel. Da komme ich echt nicht vorbei. Spring die Ballon auf uns! Was soll ich denn machen? Ich laufe doch in die Richtung. Willst du mich verscheißen gerade, Spiel, eigentlich? Hör auf, Mann! Mach nicht so mit mir! Mach doch nicht mit mir! Mann, ey, mich regt das gerade voll auf. Erst die Scheiße davon in der... Dann renne ich halt geradeaus hinter ihr her. Warum gibt es auch die Möglichkeiten, hier irgendwo hochzuspringen? Nein, einfach geradeaus laufen können. Was auf jeden Fall feststeht, die will es wissen. Ich bin noch aktiv, ich bin aktiv. Ach, Klettern zählt nicht so aktiv. Ja, alles klar. Was ist denn hier los, Mann? Was ist denn hier los? Bleib stehen! Ich wollte links ausweichen. Ihr habt's gesehen. Mein Gott, ey. Das lässt einem gar keine Möglichkeit, eine auszuweichen schnell, ohne dass sie gleich wieder komplett weit weg ist. Und was zur Hölle ist los mit dir, Shay? Die Frau wird doch nicht schneller sein als du, oder? Nur weil du jetzt ein bisschen Gift in dir hast? Oh! Du bist so eine feige Sau, Mann. I can get him from here.
Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Jetzt hab ich dich. Ihr seid spät. Schon wieder Shane. Hope. Ich wollte das nicht tun. Ich trainierte euch dafür. Ich habe es nicht anders erwartet. Warum? Um Liam Zeit zu geben. Bald ist der Chevalier auf dem Weg zur Vorläuferstätte. Ich werde ihn aufhalten. Er wird dich erwarten. Schade. Ihr hattet so viel Potenzial. Klar, das Gesöff war das Gegengift. Ja. Aber es kann echt nicht mehr lange dauern, das Spiel. Es geht nicht mehr lange, 100% nicht mehr. Wir haben jetzt alle aus dem Weg geräumt, auch. Es fehlt eigentlich im Prinzip nur noch Liam und Achilles. Wenn wir wissen, wie das ausgeht. Ja, ohne zu spoilern, das ist ja kein Spoiler. Ich glaube, niemand guckt sich Rogue an, ohne mal was vom Dritten gehört zu haben. Also Achilles wird das schon überleben, das wissen wir. Aber die Frage ist, die werden 100% noch aufeinandertreffen. Also lange wird das Spiel nicht mehr gehen. Und dann, also wenn das wirklich nicht mehr lange geht, dann bin ich echt irgendwie von der Spielzeit enttäuscht. Obwohl, ich habe jetzt auch im Prinzip, kann man ja sagen, nur in Anführungsstrichen die Story durchgespielt. Es gibt ja noch einiges an Nebenmissionen zu tun und so weiter. Aber so von der Story her wäre es auch wirklich das kürzeste Spiel. Mir kommt kein anderes Vollpreis Assassin's Creed in Sinn, was kürzer denn gewesen wäre. Liberation und so weiter ist für mich kein Vollpreis. Ja. Naja. Egal, Leute, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Wenn ihr Bock habt, seid dabei. Und wenn ihr Bock habt und euch das Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein bisschen Feedback da, Kommentare, Bewertungen und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Leute, wie gesagt, danke fürs Zusehen, haut rein und tschüss.